Hallo Freunde von meiner Whisky. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends. Der zweite Amerikaner aus unserer wöchentlichen Trilogie. Und das ist ein Wilderness Trail. Sweet Mash. Danville, Kentucky, USA. Non-chill filtert. Gehen Sie drauf. Hier sind ein paar Sachen drauf, die dann schon wieder interessant sind, wo ich eigentlich weiß, eigentlich ist das bei dem amerikanischen Whisky, glaube ich, sowieso nicht erlaubt. Ich glaube auch eine Chill Filtration, glaube ich nicht. Made from traditional mash bill of corn, rye and malted barley. Und jetzt weiß ich, Sweet Mash, auch wieder Asche über mein Haupt, da bin ich zu unbelesen. Da gibt es ganz viele Informationen, wie die Mashbills letztendlich aufgebaut sind. Ob wir hier über, ich sage jetzt mal 60-65% eben halt Korn sind, ob da dann eine süße Mash ist, Rye und eben halt Malted Barley, das ist meistens irgendwo immer so im Bereich 5-10% maximal. Was man dann, wenn das der Fall ist, eben halt jetzt hier zur Fermentation nimmt, weil man die gemälzte Gerste eben halt verzuckert hat. Dass man dann nicht jemals künstliche Enzyme zusetzen müssen. Wilderness Trail. Ja, Bottled in Bond ist der hier auch. Mit 50 Volumenprozent. Wenn das denn eben halt ist, ist da auch vorgeschrieben. Und es ist auch eine Small Batch. Hat man hier auch oben eine Angabe drauf. Das ist der 17H1122A. Auch hier ist es wieder so, dass die Pulle eigentlich schon so ein bisschen angenusselt aussieht. Obwohl nichts raus ist, ist eben halt USA, hat eben halt die 750 Milliliter Flaschen und wenn das nach Europa kommt, dann hat man gefühlt da schon Schluck rausgenommen. Wir haben hier ein schönes, ist schon ein bisschen so dunkel goldenen Ton bei dem jetzt hier und hier kommt mir auch gleich ein bisschen ein würzigerer Geruch letztendlich auf die Nase. Und was viele auch mal so im Negativen haben, eine gewisse Klebstoffnote. Ja, also hier sind flüchtige Spuren eben halt für mich, die ich auch immer so ein bisschen, so wenn man früher in der Schule war und mit Lösungsmitteln, Klebern gearbeitet hat, die man so ein bisschen hier drin haben kann. Aber wirklich ganz wenig. Ja, also da nicht erschlagend. Bei dem ersten habe ich ja gesagt, gar nicht. Da ist das überhaupt null. Aber hier habe ich das Gefühl schon, da ist so ein bisschen was. Aber jetzt keine unangenehme Note. Eingegangen, ich glaube, das ist die Kornnote, der Rye eben halt, wo ich eben halt denke, ach jo, hier ist so eine gewisse Würzigkeit noch mehr da. Schöne, das erinnert mich so ein bisschen auch mal so ein bisschen an Sherryfass-Reifungsgeschichten, so eine Note. Auch wenn das jetzt hier, so viel wie ich weiß, keine Sherryfässer sind. Ja, also der ist hier nichts gelaufen. Das sind frische amerikanische Weißeiche, die hier genutzt worden ist. Aber trotzdem ist da so ein kleiner Ton drin. Und wenn man länger dran bleibt, wie gesagt, dann kommt diese Würzigkeit durch. Eine gewisse Spiciness, also so Pfeffernoten, feine Noten. Aber eine gewisse Süße ist halt auch einfach da. Aber nicht so diese stumpfe Maissüße, sondern eben halt eine andere, fruchtigere, die ich eben halt auch einhergehend so ein bisschen eben halt mit so einer Art Sherry-Fass-Einfluss sehen würde. Wie gesagt, ist aber hier nicht, ne? Nicht von dem Gefasel von mir hier durcheinander bringen lassen, dass hier Sherry-Fässer drin sind oder sowas. Ne, das ist nicht. Aber so ein Ton ist halt einfach da. Gehe ich mal dran für euch hier. Wilderness Trace. Cheers. Fruchtige Süße am Anfang. Er baut sich auf. Speichelschluss setzt ein. Dann kommt wirklich eine Veränderung, eine Transition wirklich, die sich ändert. Da kommt wirklich eine Würzigkeit, wo man Wumms da, eine gewisse Schärfe, die jetzt da ist. Aber alles nicht so, dass ich sage so, sondern gehaltvoll, toll.
Und auch da habe ich schon rumpartizipiert mit Wasser und ein bisschen Eiswürfel. Das ist unheimlich schön. Hier sind Noten dran, Holznoten dran, die ich auch an einem guten schottischen Whisky mag, wenn der in einem Ex-Bourbon-Fass gereift worden ist. Aber eben halt, ich sag mal, doppelt oder verdreifacht. Ja, also viel mehr intensiver hier wahrnehmbar. Also das ist schon ein tolles Stöffchen, kann ich ja sagen. Und trotz der 50 Volumenprozent immer noch smooth im Mund. Am Anfang total und dann, wie gesagt, kommt einmal so eine Schärfe, die sich aufbaut. Spicy Noten, wirklich ein Gewürzportfolio von einer gewissen milden Schärfe, aber schön. Auch einer, der mir richtig gut zusagt, kann ich nicht anders sagen. Aber auch da, probieren geht über studieren, Leute, sage ich nur, kommt rum, die Pulle ist offen. Und ich freue mich jetzt im kommenden Video für euch an die nächste Pulle, den Sagamore, letztendlich dran zu gehen. Und der ist nicht, auch nicht gefärbt. Da sehen wir uns gleich im nächsten Video.